Hey Leute, ich meine natürlich Dremio Lock, meine Freunde. Ich bin's wieder, Dovahkiin Charu. Und ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Folge. Dovahkiin Charu mit LP hin dran. Oh mein Gott, ich krieg die. Das Intro nicht hin. Nein. Fail. Ja, weitere Folge Skyrim. Und heute werden wir einfach mal die Gegend von Himmelsrand erkunden. Mal gucken, was passieren wird. Ja, und nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich genau. Waffen. Altes Nordschwert der Kälte. Axt von Weißlauf. Ja, macht mehr Schaden, aber ausrüsten und Favorit. Ja, das weiß ich. So. Theoretisch können wir uns auch ein Pferd kaufen, aber nein, noch nicht. Es ist ein bisschen zu früh dafür. Oh, ich liebe die Gegend von Himmelsrand. Also, wo waren wir noch nicht? Weißflusswacht. Ich glaube, wir gehen dahin. Redorans Zuflucht. Mordhal. Gott, die Karte ist noch so schön. Noch nichts entdeckt. Da ist Ivarstadt. Rifton. Und nichts. Helgen. Ah, da ist ein bisschen was entdeckt. Dann da. Falkenring. Markart. Und Einsamkeit. Dann nach oben noch. Dämmerstern. Und Winterfeste. Und da ist der Schrein von Azura. Okay. Das bedeutet dann, wir gehen in die Richtung. Einfach mal vor die Schiss. Hui. Hoffentlich passiert was Interessantes. Und hoffentlich finden wir genug Gold, dass wir uns ein Haus kaufen können. Damit ich dann nicht das ganze Zeug mit mir schleppen muss. Ah, rothaarige Nord. Hui. Ich find's. Ich liebe diesen Berg, den Hals der Welt. Höchster Berg von Himmelsrand kann man eigentlich von überall aus schön erkennen. Ha, und er hat seine schöne zentrale Lage. Okay, das waren jetzt, sage ich mal, 3, 4 Minuten. Nein, ich sag 4. Ich habe kein Ihr allzu seid gutes. zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Ich bin schon fast Mitglied bei den Gefährten. Oder ich bin eigentlich Mitglied bei den Gefährten, ja. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und was macht ihr da so? Met holen? Boah, du neues Mitglied der Gefährten. Ich bin das Drachenblut. Verdammt nochmal. Okay, Hand hoch. Wem gehen die Wachen auch so auf die Nerven? Was? Niemand hebt die Hand? Wow. Du kleines Ding. Du, reiß mich einfach an. Uiuiui. Okay, als nächstes muss ich definitiv in die Ausdauer investieren. Beim nächsten Level up. Und werde ich hier wieder von irgendwas angegriffen? Ist ja nicht immer so. An diesem Punkt da, bei dem Felsen dort in der Mitte, wird man immer von irgendetwas angegriffen oder. Seht ihr? Bitte sein kein Zauberer. Argonia. Was wollt ihr von mir? Und. Bäm. Autsch. Das muss wehtun. Ich meine, wieso? Wieso? Ja, komm, das kann ich verkaufen. Kann ich verkaufen? Kann ich verkaufen? Nein! Traglast! Gut, dann schmeiße ich halt später Sachen weg. Mir doch egal. Ich meine, habt ihr es gesehen? Ich wurde angegriffen. Dort, wo ich immer angegriffen werde. Ist doch lustig, oder? Ja, haha, sehr lustig. So. Welche Höhle war das jetzt? Oh, ich bin da vorbeigerannt. Okay. Da hoch also. Wow, was war das? Ich habe einen Stein fallen gehört. Böser Stein. Der Sound von vorhin macht mir immer noch Angst. Was war das bitte?
Ich bin noch nicht mal... Es ist noch nicht mal 10 Uhr, Leute. Bitte. Und hier in unserer schönen Wohngemeinschaft darf man bis 10 Uhr so laut sein, wie man will. Oh Gott. Ich weiß, es ist... Ja, wie viel Uhr ist es? Tja, das ging wohl daneben, ne? Tja. Dietrich? Golf? Gold? Notiz an Rodolf. Das bringt nicht viel ein. Huch. Notizen werde ich eigentlich immer lesen, weil, erstens sind sie manchmal wichtig und zweitens, sie sind nie wirklich lang. Das Buch vom Drachenblut. Dieb, Kopfgeld, Notiz an Rodolf. Rodolf, eure kleinen Streiche strapazieren meine Geduld. Ich weiß, dass mein Onkel seine Eigenheiten hat, aber er ist nun einmal unser Wachmann und ihr werdet ihn respektieren. Kein Herein- und Herausschleichen mehr. Keine Spielchen mehr mit seinem Buch oder Nägeln auf seinen Stuhlen. Noch ein solcher Scherz und ihr werdet sehen, wie lustig ein Tag hinter Gitterstäben sein kann. Haivar. Ah, das ist das da. So. Ah, das ist die lustige... Dings da. Ah, natürlich ist es ein Bogenschütze. Aua. Hier hast du mein Face getroffen, oder? Ein bisschen Overkill, aber okay. Gold, Granatstein und... Ich hab doch einen Bogen, oder? Waffen, was habe ich denn für Pfeile? Ja, ich habe noch genug Pfeile. Dann hat's Essen. Das nehme ich zuerst noch mit, bevor ich da reingehe. Cool. Lauch. Nein, ich wollte doch nur den Lauch mitnehmen. So. Guckt, eine Truhe. Sehr schön. So. Ich weiß, wie man Truhen öffnet. Ein Korundum. Oh Gott. Oh, eine Stahlrüstung. Ich nehme das alles da erstmal mit. Jetzt Bekleidung. Eisenrüstung kann ich ja nicht wegdingseln und... Gut. Weißlaufer-Wachenhelm. Weißlaufer-Wachenrüstung. 35, 75 Rüstung zu verbrechen. Ja, gut. Ach, stimmt, genau. So. Ja, das ist doch supi. Das finde ich gut. Und jetzt geht es hinein. Jetzt geht es hinein. Es ist nur eine Treppenstufe, Dovaki. Nur eine Treppenstufe. Salz, sehr schön. Fass. Ja. Gehen wir da rein. So. Und der Ladebildschirm ist mal wieder ziemlich lang. Es liegt wohl daran, dass ich auf dem Fernseher spiele via HDMI-Kabel. Ja. So. Oh. Hä? Wer ist da? Rodolf, seid ihr das? Ja. Der Boss hat euch gesucht. Er sagt, er würde oben am Gipfel warten. Ihr stellt seine Geduld besser nicht auf die Probe. Ja. Ulfers Buch. Es hat keine Seiten. Wahrscheinlich ist es ein Buch in Blindenschrift. So. Mal gucken, was kann ich denn da so Schönes stehlen? Stiefel. Nein, danke. Wohl stehlen kann man das ja nicht wirklich nennen.
So. Ja, der ist noch freundlich zu uns, weil der ist ja blind und so. Aber die anderen Banditen wissen ja, dass ich nicht einer von ihnen bin. Fellhelm. Bonk. Nein, okay, hier ist nichts. Habt ihr etwas gehört? Oh, oh. Ist da jemand? Hier drüben! Yes! Fuß! Wie der Biss eines Flohs! Okay. Oh, sorry, dass ich so still war, aber... Das passiert einfach, wenn man sich anschleicht. Euer Kopf gehört mir! Das könnt ihr gleich vergessen! Eigentlich ist Skyrim ein mega brutales Spiel. Das wollte ich auch noch gern. Hallo. Danke. Und da ist noch ein Buch. Der Kuchen und der Diamant. Ja, ja, komm. Der ist unheimlich lang. Yay, Geldbeutel! Nordschall-Panzerhandschuhe, genau das, was ich brauche. Gold. Gold. Sehr schön. Jetzt haben wir solche schönen Panzerhandschuhe. Ah, ja, ja. Viel besser. So. Und in der Kommode finden wir schöne Stiefel, aber sonst nichts Brauchbares. So. Zeit, sich weiter zu schleichen. Alduin, genau von diesem Buch habe ich vorhin gesprochen, in der vorigen Folge. So ein schrecklich geschriebenes Buch über Alduin und Akatosh. Was ich damit meine, ich sage euch die erste Seite, dann werfe ich es weg. Das da. Alduin ist echt und er ist nicht Akatosh von Tromga Eisenkopf Stolzer Nord. Also nur eine Seite. Wie mein Vater immer sagte, Kaiserliche sind Idioten. Deswegen schreibe ich dieses Buch. Ich habe noch nicht eins geschrieben und denk nicht, dass ich nochmal eins schreibe. Gott, aber manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Und ich muss ein paar Sachen über den Gott, den Akatosh, und über den Drache Alduin klarstellen. Sie sind nicht gleich, egal was die Kaiserlichen sagen oder wünschen. Guckt euch das bitte an! Guckt euch das bitte an! Das ist schlimmer als Internet-Mimis. Ach, schön aber, dass ich das Beispiel jetzt noch schön zeigen konnte. Oh mein Gott. Ich meine... Ja, es ist einfach... Ich will mal die englische Version davon sehen. Definitiv. Es ist sowas von bescheuert. Ja, Karotten. Nein. Großer Sack. Kartoffeln, nein. Gut. Himmelsrand für Entdecker. Karte aktualisiert, genau. So. Eine Truhe. Sehr schön. Stahlstiel. Oh Gott, die beschenken uns jetzt sowas von. Das finde ich schön. So, Bekleidung. Stahlstiefel. Och, es sind sogar noch Ausdauerstahlstiefel. Es ist so schön. Okay. Tschüss und tschüss. Wieso habe ich die jetzt aufgehoben? Ach, was weiß ich. Hui. Okay. Ah, jetzt haben wir eine ganze Stahlrüstungssphäre und so. Nur noch der Stahlhelm. Sehr schön. Und vielleicht noch ein Stahlschild. Das nehme ich mit. Chemielabor müssen wir nicht benutzen. Ank. Und bald sind wir gleich beim Ausgang. Da ist ja... Ist das eine Stahlrüstung? Nein, es ist aber ein... Stahlschild! Hey, das ist mega schön. So. Stahlschild. Ich brauche ich nicht mehr. Okay, jetzt hat es noch einen Eisenhelm. Der Helm des Dovahkiin. Oh,
beschädigtes Boot. Das erinnert mich an eine Sache. Man weiß, dass man den Gipfel der... Zerfetzt es uns die Kehle nicht. Ich hab da eine Idee. Anschleichen. Was war das? So, das musste sein. Ja. Ich will zuerst mal die Gesundheit erhöhen, weil jetzt haben wir die Stahlstiefel der Ausdauer. Und wir haben wieder einen Punkt bekommen. Obwohl, ach komm. Ja. Ich möchte... Nein, ich wollte den Geldbeutel. Was war das? Was war das? Haben die etwas gehört? Ja. Und? Oh Gott. Pfeilhagel. Und so. Was? Ihr und mich ausrauben? Ihr seid aber Nieten, aber... Ich bin wesentlich stärker als ihr und ich habe eine bessere Rüstung. Okay. So, und jetzt kann ich euch ausplündern. Wuhu! Plündern, plündern, plündern und brandschatzen. Eisenpfeil, Gold. In dem Fall Gold, Nordmeat. Ja. Wolf. Nein, sonst trage ich zu viel. Obwohl, wie viel ist er wert? 10. Du trägst zu viel. Du kannst nicht rennen. Ein paar Dietrich Gold. Gut, dann gebe ich dir... Wert 60. Uiuiui. So. Nein, das wollte ich ja nicht abtun. Okay. Jetzt kann ich wieder rennen. Yay! Ist da drin was? Nein. So. Das ging eigentlich schön. Ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Und das war alles vorerst, oder? Yep. Das war's. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch den Boss dieser Banditenbande ausschalten. Und... Schach, es gibt der Magiker. Das nehme ich mit. Und Amrins Schwert finden. Genau, das könnte ich eigentlich noch... Zack. Markieren. Ach, es war klar, dass es da oben ist. So. Noch schnell... System speichern. Zack. Und auf geht's. Ich hasse dummes Kind, aber ich werde keine Kinder adoptieren. Ja? Ja, in der Ladezeit muss jetzt natürlich ein Kind vorkommen. War klar. Beim Zaubern solltest du warten, bis der Zauber bereit ist, bevor du die Taste loslässt. Ein Zauber wird gewirkt, sobald du sie loslässt. Wie? Ja, komm. Komm schon. Ja? Verletzte Trolle regenerieren zwar ihre Gesundheit, sind aber anfällig für Feuer. Das ist eigentlich auch gut zu wissen. Dann kann man... Was war das? Na komm. Fuß! Au! Das war kein Glückstreffer. Ich bin das Drachenblut. Ich kann sowas halt. Liegt in meiner Natur. Zack. Und tschüss. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein, ich hab doch nicht so viel Platz. Eisen. Das sind Nordstahl. Beidhändiger Angriff. Ja gut, das bringt mir wenig. Nein. Ich habe zu viel Zeugs dabei.
Ich will das aber mitnehmen. Eisenstreitel. Das hat einen hohen Wert. Aber ich muss auch noch Amrins Schwert mitnehmen. Ah, okay. So. Amrins Familienschwert. Dietrich, Gold, Rolle, Stahlschwert, Eisenstiefel. Okay, das wird jetzt lustig. Jetzt bräuchte ich Arfak. Gut. Jetzt essen. Nom. Nom. Sonstiges. Stimmt, ich habe ja noch das dabei, deshalb. Fackel, das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Wolfspelz. Ach, bringt nix. Pelzschild brauche ich nicht. Eisenrüstung brauche ich nicht. Und ein Eisenhelm. Kommt den Stahl durch, brauche ich nicht. So. So macht man das. Gut. Sehr schön. Noch irgendwas von... Nein. Gut. Oh, da ist der Mond wieder. Wie schön. Oh, dann begeben wir uns zurück nach Weißlauf. Zu Amrin. Da sind wir schon mal ein Schwert los. Verkaufen wir noch bei Beletor. Dann sind wir noch die anderen Sachen, ein andere paar Sachen los. Und ja, das ist nicht gesund, wenn ich da runterspringe. Und danach gehen wir einfach weiter forschen. Und vielleicht gehen wir zu den Graubärten. Hui! Ah, das hat mir nicht wehgetan. Sehr schön. Und oh mein Gott, 90 Minuten sind schon fast vorbei. Jetzt tut mir der arme Blinde irgendwie leid. Oh, wir haben noch das Tag. Nein, das schaffen wir nicht. Gut. Dann würde ich eigentlich mal sagen, dass es das für heute war. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und bis dahin haltet die Ohren steif. Suum Arc Mora.